Dirk Burmeister arbeitet seit 17 Jahren in der Bäckerei Stamer. Er kennt das genaue Rezept für das traditionelle Stangenweißbrot sowie die genaue Menge Salz. Weizen- und Roggenmehl sind der Grundstoff für das Baguette, genannt La Flûte. Dazu kommen Hefe, Wasser und Salz. Rohstoffe für ein natürliches, ursprüngliches Brot. Der so vorbereitete Teig kommt zuerst zu Patrick Mart. Hier wird aus einem großen Stück Teig das, was der Kunde später als La Flûte auf dem Tisch hat. Noch genauer als per Hand kann Patrick mit dieser Maschine 20 gleich große Teigstücke formen. Jedes wiegt 300 Gramm. Optimal für die genau gleich großen La Flûte. Der Trick bei Bäckerei Stamer. Durch diesen kleinen Einschnitt im Stangenweißbrot wird das Brot vorgebacken, ohne dass die Kruste splittert. Und beim späteren Aufbacken schmeckt das La Flûte dann richtig knusprig. Doch bei Stamer gibt es nicht nur französisches Stangenweißbrot, sondern auch diese Spezialität aus Weizen und Roggen. Hier legt der Chef, Dirk Burmeister, höchstpersönlich Hand an. Aus dem Teig entstehen gleich große Fladenbrote. Jeden Morgen geht es früh um 3 Uhr los, damit täglich etwa 1000 Fladenbrote frisch gebacken werden. Was bei der Bäckerei Stamer wichtig ist: Zwar helfen Maschinen den Bäckern, Brotspezialitäten in größeren Mengen zu backen, aber Bäckerei Stamer legt Wert auf gutes Handwerk, Liebe zum Produkt und Menschlichkeit. Fertig. Nach 13 Minuten Backzeit haben die leckeren Stangen eine erste gesunde Farbe bekommen. So verpackt und im Kühlschrank gelagert, halten sich die Brote mindestens 5 Tage und sind herrlich zum Aufbacken. Wir machen das mal seit 1965 nach original französischem Rezept. Und das lässt sich hervorragend einfrieren und aufbacken und schmeckt immer knackig frisch. Und es eignet sich hervorragend als Beilage zu Soßen, zum Steak, zur Suppe, dann zum Belegen, schön mit Salami und Käse überbacken. Direktverkauf bei Bäckerei Stamer. Viele Kunden holen sich ihr Brot gleich hier ab und lieben den allerersten Biss am Morgen, das frisch gebackene La Flûte.